begleitet mich heute ins Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Und ja, wir sitzen gerade in der Brasserie Rosalie und möchten ein kleines Frühstück oder einen Kaffee zu uns nehmen. Ihr seht, die Sonne im Hintergrund scheint. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag heute. Es ist nur ein bisschen kalt. Was haben wir heute geplant? Wir wollen eventuell Mando treffen und den Kuchen bei Victoria's probieren, den neuen Symphony of Colors Kuchen. Ansonsten gehen wir heute Abend im Downtown essen und ja, alles das, was wir heute erleben, seht ihr in diesem Video. Es gibt ja bereits ein komplettes Video zu Brasserie Rosalie, wo ich auch euch das Rosalie-Frühstück zeige für 18 Euro. Wir entscheiden uns heute für das Express-Frühstück für 8,50 Euro. Da könnt ihr euch aussuchen, entweder Baguette mit Butter und Marmelade oder ein Croissant und ein Heißgetränk und einen Orangensaft. Also beim Express-Frühstück habt ihr die Auswahl zwischen einem Croissant oder hier einmal Baguette mit einer Marmelade, einem Heißgetränk und einem O-Saft. Für 8,50 Euro finde ich das ganz in Ordnung. Es gibt eine neue Tasse in diesem neuen Disneyland Paris Design. Und zwar für 18 Euro bekommt ihr eine Tasse mit Muffin. Und ich zeige euch auch gleich die neuen Thermoskannen. Seht ihr hier? Einmal den hier, den gab es ja zum 100. Geburtstag schon, in einem anderen Design für 20 Euro. Mit Heißgetränk für 19 Euro, ohne Heißgetränk. Da gibt es auch noch den Becher für 18 Euro. Ohne Getränk und mit Getränk für 19 Euro. Und diese Strohhalme gibt es auch, aber ich habe schon gehört, die passen nicht auf die deutschen PET-Flaschen. Also passt auf, wenn ihr die Strohhalme kauft. Ja, jetzt können wir das Hotel nur noch von außen betrachten. Die letzten zwei Tage waren traumhaft schön in diesem Hotel. Ein unvergessliches Erlebnis. Wenn euch das interessiert, schaut euch gerne die Vlogs von dem Hotel an. Die Videos, die Restaurants, der Shop. Einfach, es ist einfach wirklich ein einmaliges Erlebnis gewesen und das wird auch immer in meiner Erinnerung bleiben. Es war echt schön. Aber ich freue mich heute Abend, mal das Hotel beleuchtet zu sehen. Das kommt nämlich auch noch nicht von außen. Gestern Abend, als wir die Quest gemacht haben, habe ich nicht drauf geachtet. Da war ich so konzentriert mit unserem Quiz. Weil viele auch immer gefragt haben, wo der Eingang vom Disneyland Hotel ist. Der ist direkt hier. Wenn man weiterläuft, haben wir da die Gepäckabgabe. Also da ist der Eingang. Vor dem Bahnhof findet ihr jetzt ein Schlossbild auf dem Boden. Sehr schön, muss ich sagen. Nicht so aufdringlich, ganz dezent. Wir sahen gestern aus der Royal Bank, da habe ich voll vergessen, dass das Bild hier ist. Sonst hätte ich von oben ein Bild gemacht. Naja, vergessen. Und bald wird der Bahnhof auch dekoriert werden zur Symphony of Colors. Oh, zwei Tage lang fast das Schloss nicht gesehen. Aber wir hatten ein schöneres Schloss. Naja, nee, das ist trotzdem sehr schön. Ich freue mich auch wieder mal den Park hier zu genießen. Aber wie gesagt, die letzten zwei Tage waren einfach magisch und unvergesslich. Und ja, jetzt genießen wir mal den wunderschönen sonnigen Tag hier im Park. Es gibt neue Popcorn-Tüten, seht ihr da. Ich zeige euch gleich den Preis. Genau. Da seht ihr es auch. Kostet, ich glaube, 12 Euro, ja. Mickey Bag mit Popcorn, 12 Euro. Gab es ja auch zum 100. Geburtstag so ähnlich und kann man auch als Kühltasche benutzen oder so. Ist auf jeden Fall auch ein schönes Souvenir. Das ist natürlich auch Disney-Magie. Hier diese gemalten Bilder von Wasser, von Carsten. Wir waren hier mal Goofy. Und hier haben wir Zero. Wir sind hier in Victoria's und es war gar nicht viel los. Wir sind um 5 vor 12 waren wir hier und es war nur ein Pärchen vor uns. Es gibt jetzt diesen Symphony of Colors Kuchen. Die Season hat ja schon gestartet mit der Drohnenshow. Der Rest kommt in zwei Wochen mit der anderen Show. Und den Kuchen gibt es hier schon für 15 Euro. Kann man sich auf jeden Fall teilen. Und da sind Haselnüsse, eine Pfirsichmousse, geröstete Aprikosen mit einem Sponge Cake und Meringue. Was auch immer. Wir zeigen euch gleich, wie er aussieht, wenn er da ist. Und das ist der Kuchen in Real, so sieht er aus, für 15 Euro. Ihr seht, ist relativ groß. Ich zeige euch auch gleich, wie er noch von innen aussieht und wie er schmeckt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal der Kuchen hier. Schneiden wir ihn nochmal an.
Magst du den orangenen Keks? Nee? Von mir aus? Von dir aus? Ich mag ja keine Schokolade, dann nehme ich halt den Keks. Darf ich mit dem Finger dran? Nein. Doch, natürlich. Der Keks noch? Sehr edel. Sehr schön. Ja. Mutti, was magst du? Mir ist das egal. Mit Schokolade? Schokolädchen und Mousse. Du kannst dir die Schokolade nehmen. Nee, ich kann ja auch den Schmetterling noch nehmen. Du kriegst die Haselnuss. Ich möchte bitte, okay. Ich möchte bitte den Champignon, den Pilz. Aber da ist der. Das können wir ja gleich noch abschneiden, dann mache ich die Seite für dich. Ja. Den Schmetterling rein. Geht nicht so. Deine Hand ist im Weg. Ich weiß. Kann man die auch jetzt mal gut sehen? Aprikose, Peach war das, ne? Und irgendwie geröstete Aprikose. Man möchte bitte einmal vergleichen mein Stückchen, Muttis Stückchen. Hallo, meins ist nicht größer. Und dann hier Frau Moni. Du magst keine Schokolade, du wolltest da tinken, Mutti kriegt noch den Schmetterling. Ja, Ausreden. Was mir wieder vorgeworfen Ausreden. Wird. Ausreden. Was mir wieder vorgeworfen wird. Ich wäre verfressen. Also der Kuchen war sehr, sehr lecker, gar nicht so süß. Man hat die Pfirsich geschmeckt, ansonsten fand ich jetzt vom Geschmack her, nicht so süß. Dezent, aber lecker. Erfrischend und kann man sich locker zu dritt oder sogar zu viert teilen. Wir warten jetzt noch ein bisschen, weil Mando kommt in 1,5 Stunden. Wir gehen in einer halben Stunde schon mal hinstellen. Also wir ihn auf jeden Fall treffen. Aber es ist jetzt nicht so krass wie jetzt letztes Jahr. Also letztes Jahr haben wir ja 4 Stunden gewartet, aber da war er auch nur 2 Wochen da. Jetzt ist er ja noch länger da. Wie lang weiß man nicht, aber ich glaube bis auf jeden Fall bis März, vielleicht auch länger, müssen wir mal schauen. Ja. Ein sehr entspannter Tag heute. Hi, Mando. Hi, Grogu. You are a donkey with Relax. I didn't take the job, but someone did. Who did? Want your back. Hi, Grogu. Someone's happy. How are you? Aww. Aww, you're so cute. Yeah, he is. He is, yes. So, can I get a picture? Hier gibt es 70% auf diese ganzen Figuren aktuell. Also hier sie zum Beispiel kostet nur noch 47 Euro und die hier sind auch reduziert und kosten dann nur noch 119 Euro. Haben mal 400 gekostet, also das ist schon. Und die kostet nur noch 21. Die finde ich auch toll. Wir gehen jetzt hier ins Pop-Up Surprise Büro. Das ist direkt gegenüber hier von der Castle Stage und hier drin muss man sich auch noch so eine Zahl stellen und dann wird hier Werbung gemacht für Disney Cruise. Ihr seht es ja, da gibt es auch ein bisschen Disney Merchandise, zeige ich euch gleich. Und es gibt eine Gratis-Tasche, ein Jute-Beutel oder wie man das auch mal nennt. Und da drin ist ein Pin. Ja, und? Es ist Elsa! Ja. Und ein Prospekt. Ich habe Elsa gesehen, ja. Mega schön. Gibt es gratis hier, wenn man. Bis 3. Februar, glaube ich, geht es noch, oder? Aber ich meine, jetzt ist rot, ne? Was? Ich habe auch schon blauer gesehen. Nee, ich habe. Deiner ist rot, ja. Ich weiß nicht, was ich habe für meine Tasche. Hier könnt ihr ein bisschen was vom Merchandise von Disney Cruise sehen. Der Jersey gefällt mir echt gut. Ich habe ja die Ohren zum Passen zu dem Loungefly zu Hause. Ja. Ah, ich vermisse Disney Cruise Line, muss ich sagen. Es ist einfach eine One-Off-Experience, also. Kommt ihr mit? Hier seht ihr die Location. Hier steht Anna. Und da ist Elsa. Oh, ist sie schön. Die ist echt schön.
Hi, Elsa. How are you? Nice to meet you. I'm good. How are you today? Very good. You're very beautiful. I love your dress. Thank you so much. And you know what? I'm visiting Hong Kong soon to see your world there. Oh my goodness. Arendelle. Are you? You're seeing Arendelle? Yes. Oh, that's so exciting. It's already on my spirit. Oh my love your dress. Thank you. And you are in my skirt. Yeah. Of course. Oh my goodness. Yes. I love it. And your top's so sparkly. Thank it's like the yes. snow out here. Yes. I love the snow heat. Yeah. And Olaf on my shoulder. Of course yes. Olaf's there. Hopefully you'll see Olaf in Hong Kong. In yes, I hope so. Shall I take some pictures? Sure of course. Yeah. So here's the graue Katze. Wie heißt sie? Berrios? Berrios. Berrios? Berrios? Sehr schwerer Name. Aristocats, ja, bin dabei. Bitte? Bin schon dabei. Can I ever have? I heard you can. Yes, it's Olaf. He's cold, right? And I heard you can play the piano very well, right? Oh. Let's do it. Oh, that's very lovely. Oh, good job. Thank you. Is there a picture? Yeah. Oh my goodness. Yes. I love it. It looks great. Can you also record here? Video and animation. Even the blue boots as well? Yes. Oh, they're perfect. Yes. They're perfect for snow, aren't they? Yes. Yes. How are you today? Good, and you? Beautiful, thank you very much. Can I have an autograph? Of course. Have you seen what's in the back? I know, I've seen. Yeah, I'm visiting Hong Kong. Oh, you are? Yes. My goodness, you've gone on many adventures. Yes. Are you excited? Yes. I will see you there again. Well, I'll be on my next adventure. I've been on so many recently. Yes. I couldn't even keep track anymore. So, I will keep the book there. Perfect. Now, should we capture this moment together? Yes, please. Okay. On my Discord? Yes. Look at me. Pictures, yes. One more? Hi Marie, how are you today? Oh, lovely. I love you, you're so cozy. Can I have an autograph? Yes. Pink, right? As your bow. Let's have a picture. Yes. I love the picture with all the cats here. It's so beautiful. Like this. Nochmal kurz zu den Pop-Up-Surprises. Also das sind Meet and Greets mit den Charakteren, also mit verschiedenen Charakteren. Gab es jetzt einmal letztes Jahr. Da war es Tinkerbell und Oswald oder Hortensie. Heißt sie Hortensie? Weiß ich gar nicht. Oswalds Freundin. Jetzt ist es Anna oder Elsa und dann halt die drei Katzen von Aristocats, Marie, Bär, keine Ahnung, wie heißt, habe ich den Namen von ihm, habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall die drei Katzen von Aristocats. Geht aber leider jetzt nur noch bis 3. Februar. Wann das nächste Pop-Up-Surprise ist, weiß man nicht. Es ist immer so random für so 2-3 Wochen. Und da muss man auch schnell sein. Man muss sich nämlich ein Ticket reservieren. Also es kostet nichts extra, man muss halt Jahreskartenhalter sein und wenn man ein Ticket gebucht hat, darf man bis zu 3 weitere Jahreskartenhalter mitnehmen. Die müssen keinen extra Slot reservieren. Aber wie gesagt, muss man auf jeden Fall vorher machen, wenn sie offen sind. Und ich hatte, glaube ich, ich war 2-3 Stunden später, als die Reservierungen offen waren. Dann hatten wir für morgen, weil morgen ist das Samstag, da wollten wir eigentlich Parktag machen, haben wir keine Reservierung mehr bekommen. Nur noch unter der Woche, wo wir jetzt hier waren. Das heißt, ja, diese Meet and Greets sind sehr begehrt, was auch seltene Charaktere sind, wie jetzt in unserem Fall Anna und Elsa. Und auch die drei Katzen sieht man nicht so oft. Und deswegen, ja, sehr begehrt. Wie gesagt, wann es das nächste Mal ist, keine Ahnung, aber so, über sowas halte ich euch immer auf dem Laufenden auf Instagram auf jeden Fall. In meinen News-Videos und poste dann auch mal den Link zur Reservierung auch in Instagram in meiner Story. Also lohnt es sich auf jeden Fall, mir auch auf Instagram zu folgen. Wir sitzen jetzt im Fantasyland und haben uns noch an dem Boot noch mal was geholt. Einmal Glühwein und den Gyros, den hatte ich beim letzten Mal schon mal 6 Euro. War sehr, sehr lecker. Und ich finde, heute ist die Portion noch wesentlich größer als beim letzten Mal, die ich hatte. Okay.
Ich habe mich jetzt ein bisschen länger nicht mehr bei euch gemeldet. Wir sind ins Small World gefahren, Phantom Manor, wir sind rumspaziert, haben einen Kakao getrunken, weil es kalt war draußen, sind durch die Shops geschlendert und jetzt gehen wir demnächst so langsam ins Downtown, denn um 20 Uhr haben wir ja eine Reservierung im Restaurant. Freue ich mich sehr drauf und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei im Disneyland Paris. Ja, so einen Disney-Vlog, muss ich sagen, habe ich jetzt auch noch nie beendet. Abrupt einfach zu Ende gewesen. Ich glaube, das letzte Mal mit euch gesprochen habe ich im Shop und hatte euch gesagt, dass wir ins Downtown gehen. Danach, muss ich sagen, ging es leider bergab bei mir. Ich hatte dann Bauchschmerzen bekommen und schon im Downtown musste ich öfter auf die Toilette und habe dann auch im Downtown gesagt, dass ich nichts essen möchte. Die anderen haben dann gegessen, ich habe aber nur da gesessen, habe zwar Wasser bestellt, übrigens ist mein Staubsauger jetzt im Hintergrund, der hier rumfährt. Ich habe nichts gegessen können, ich konnte kaum irgendwie kommunizieren, mir ging es irgendwie von Stunde zu Stunde leider schlechter. Und dementsprechend konnte ich euch nichts leider vom Downtown zeigen oder das Video beenden, weil ich wollte einfach nur ins Bett. Ich hatte dann, mir war so kalt, ich hatte Schüttelfrost die ganze Nacht. Die Toilette war mein neuer Freund über die Nacht und am Sonntag hatten wir eher nicht geplant, in den Park zu gehen. Eigentlich wollte ich noch ein Radisson-Video drehen, also wir haben ja im Radisson geschlafen. Da wollten wir noch frühstücken gehen am Sonntag, aber das Video kam auch nie zustande, weil ich wollte alles am Sonntag machen. Ja, mir ging es so schlecht, ich konnte echt gar nichts mehr machen. Ja, da sind wir noch 3 Stunden, sind wir nach Luxemburg gefahren, weil da mein Auto stand. War ich zum Glück nur hinten gesessen, habe ich auch die ganze Zeit durchgeschlafen. Und dann musste ich ja noch nach Hause fahren. Und das war an dem Sonntag wirklich eine der anstrengendsten Sachen, die ich je gemacht habe, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Naja, ich habe es aber geschafft, mit einer Stunde Nickerchen auch zwischendurch an der Raststätte, weil ich konnte nicht mehr. Ich war so schwach und so ausgelaugt und so gefühlt, habe ich mich ausgetrocknet gefühlt. Naja, was es am Ende war, wir wissen es leider nicht. Wir haben nämlich eigentlich dasselbe gegessen, die ganze Zeit, also an dem Tag. Ich habe am Ende nur eine heiße Schokolade getrunken und die anderen haben Kaffee getrunken, aber mit Milch, also es kam aus demselben Automaten. Ich wurde ja, als ich hier die Stiche bekommen habe, wurde ich ja gegen Tetanus geimpft. Weil ich nicht wusste, wann meine letzte Tetanus-Impfung war, wurde ich einfach prophylaktisch geimpft. Ob es daraus kam, Nebenwirkungen von der Impfung, ob ich mir was eingefangen habe, weil ich hatte danach tatsächlich auch noch, bis heute habe ich noch erhöhte Temperatur. Ich hatte sogar sehr hohes Fieber von Sonntag auf Montag, fast 40 Grad Fieber und so. Deswegen, also keine Ahnung, was es war am Ende, ob es ein Magen-Darm-Infekt war, ob es der Novovirus war, ob, wie gesagt, Nebenwirkungen von der Impfung, was Schlechtes gegessen, aber dann hätte man nicht so lange Fieber. Ich weiß es nicht. Also ich war zwar beim Arzt und er meinte, oder sie meinte Magen-Darm, aber am Ende weiß man es nicht. Mir geht es aber auf jeden Fall schon viel besser. Sind jetzt ein paar Tage vergangen. Die Nähte wurden jetzt auch am Montag rausgenommen, die Fäden. Und es heilt alles soweit. Ich bin entspanne trotzdem noch zu Hause. Und tut mir leid, dass ich euch nicht ins Downtown mitgenommen habe. Aber ihr kennt das Downtown, ich habe es euch ja schon oft gezeigt. Gibt ja auch ein eigenes Video, kann es trotzdem immer noch empfehlen, das Downtown. Aber an dem Abend hätte ich nichts runterbekommen. So war das, so ist es manchmal. Manchmal läuft es nicht wie geplant und so war es dann halt bei mir leider auch. Dennoch bin ich froh, dass ich gut zu Hause angekommen bin und ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein unerwartetes Ende war. Wenn er euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.